Praxisgalerie, unter dem habe ich es noch lange gekannt. Ich weiß nicht, ob die Umbenennung jetzt so sinnvoll war. Ich habe lange gebraucht, bis ich gewusst habe, ah, das ist die Kunsthalle, ah, das ist ja die alte Taxisgalerie. Also oft ist es nicht sehr sinnvoll, Namen zu nennen. Man hat sich eine große Änderung der Ausrichtung erwartet. Ist jetzt auch nicht wirklich so passiert. 2016 wurde der Verein in einen Gemeinnützigkeitsstatus übernommen. Ich möchte aber dazu sagen, Gemeinnützigkeit bedeutet nicht, dass man unwirtschaftlich arbeiten darf und sich über arbeitsrechtliche Bedingungen hinwegsetzen darf. Und eben gerade im Rechnungshofbericht ist ja, wie schon angesprochen, bemängelt worden, dass die Arbeitsbedingungen, die in den Dienstverträgen festgelegt wurden, nicht in der Realität übereingestimmt haben. Also es gibt einfach grundsätzliche Regeln, an die sich jeder Arbeitgeber, ob klein oder groß, halten muss. Das sind freie Dienstnehmerverträge oder richtige Dienstnehmerverträge, und da muss man einfach einhalten. Da gibt es Regeln zum Einhalten. Gleich wie Arbeitsaufzeichnungen sind für jeden in der Wirtschaft notwendig, und es wird sich auch eine Galerie oder ein Kunstverein sich dran halten müssen. Es gab auch weiter unnötige Dienstreisen, die sollte man halt auch begründen können. Gerade in einer Galerie oder Kunstangelegenheiten müssen sehr wohl Reisen gemacht werden, aber die müssen einfach begründet sein und ihre Berechtigung haben. Zu den Arbeitszeiten ist ja doch erstaunlich, dass dann da auch 14, 16 bis zu 18 Stunden gearbeitet worden ist. Ich kann mich erinnern, es wurde dann ja auch geändert. Aber ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, was im Landesbedienstetengesetz drinsteht. Gemäß Paragraph 22 des Landesbedienstetengesetzes, die Höchstgrenzen der Dienstzeit, darf die Tagesdienstzeit 13 Stunden nicht überschreiten. Ich möchte nur daran erinnern, wie wir geprügelt worden sind, dass wir den 12-Stunden-Tag eingeführt haben. Also auch in dieser Galerie muss man sich an Arbeitszeiten halten, das wäre ganz wichtig. Zu den Einnahmen. Wie ich gesagt habe, auch ein gemeinnütziger Verein sollte sich um Einnahmen kümmern. Und das hat im Jahr 2015, bevor es gemeinnützig wurde, ganz gut funktioniert. Es gab nämlich da selbst produzierte Kataloge, mit denen ganz nette Einnahmen erzielt worden sind. Und das ist schade, weil es ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Und auch da kann man sich bemühen, wieder Einnahmen zu lukrieren und sich nicht nur auf die Landesunterstützung zu verlassen. Weiter, ich weiß nicht, ob jemand einmal in einem Café gewesen ist. Wahrscheinlich nicht sehr viele. Wohl, wenn man reingeht, schon. Man kann ja sehr wohl am Café trinken gehen. Aber es wäre ja eine Idee, aus dem Café mehr zu machen. Man könnte ja da genau dort Einnahmen lukrieren. Man könnte das Café führen. Es ist ja eine Top-Lage direkt beim Landhaus. Wäre doch super, wenn man aus dem Café was machen würde. Wäre doch super, wenn es dort einen kleinen Shop gäbe. Museen finanzieren sich heute sehr wohl über Museenshops. Und ja, auch eine Galerie kann Einnahmen lukrieren und kann sehr wohl Kataloge verkaufen. Man kann sich also bemühen, Einnahmen zu lukrieren. Auch die Neos werden sich an sowas gewöhnen müssen. Und gerade die Neos, Herr Oberhofer, gerade die... Darf bitte die Frau Abgeordnete fertig reden? Auch der Herr Klubobmann Oberhofer ist zu Wort gemeldet, und der Herr Klubobmann Gebi Meyer kann es auch noch jederzeit tun. Die Grünen, keine Ahnung von Wirtschaftlichkeit, und die Neos, die immer Subventionen verteufeln, genau in diesem Bereich wäre es möglich, private Einnahmen oder also lukrative Einnahmen zu erzielen. Könnte man sich ja bemühen, das wirtschaftliche Konzept auch in einer Galerie umzusetzen. Wäre jetzt nicht wirklich was Schlechtes. Ich würde dort gerne hingehen, Kaffee trinken, weil ich auch Kunst interessiert bin. Und zum Abschluss, der Beitrag des Landes Tirols jährlich beträgt durchschnittlich, ist jedes Jahr ein bisschen anders, 732.223 Euro. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Als nächstes im Wort ist Frau Abgeordnete Barbara Schweizer.